Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute wieder ein One Day in Life-Video. Es ist Dienstag, der 28. 5.30 Uhr. Ich war schon auf Toilette, habe auf jeden Fall eingelegt. Mein Gesicht gewaschen, meine Zähne geputzt. Wasser habe ich auch schon getrunken, aber ich habe schon die zweite Flasche auf jeden Fall vorbereitet. Heute steht einiges an. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Viel Spaß beim Video. Let's go. So, wir fangen mit der ersten Session an. Laufen. Heute steht eine harte Laufeinheit an. Direkt früh am Morgen. Die Intervalle sehen wie folgt aus. Die ganze Sache geht 2 Stunden. Ich werde mich erstmal warm machen. Ich denke, dieses Warm-up geht so 20 Minuten oder so. 10 mal 6 Minuten. 10 mal 6 Minuten in einer 3,50er Pace. Nach den 6 Minuten gibt es 3 Minuten in einer 4,15. Und danach fängt wieder direkt der 6-Minuten-Intervall an mit 3,50. Also das geht so ungefähr so eine, doch 1,5 Stunden geht die ganze Sache. Ich glaube 20 Minuten Warm-up und dann noch 10 Minuten Cooldown. Dann sind wir bei 2 Stunden. Das ist die Einheit. Danach geht es zum Schwimmen und sowas, aber eins nach dem anderen. Ich ziehe mich jetzt erstmal an. Wir ziehen hier tight an drunter. Normales T-Shirt, lange Hose von Delay und normale weiße Tennissocken. Ich finde die Temperaturen momentan vom Ding her, also beim Laufen, finde ich es irgendwie cool. Also Stand jetzt finde ich es noch cool, weil die Straßen leerer sind. Ich habe mehr Platz, einfach Gas zu geben. Bloß das einzige Problem ist, wenn es Minusgrade ist, dass es halt ein bisschen glatt ist. Und letztens bin ich fast ausgerutscht. Also ich bin ein bisschen gerutscht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht passiert im Video. Heute wird's hart. Also die Intervalle sind hart. So, ich ziehe mich an und wir sehen uns gleich, wenn es losgeht. Achso, was ich auch immer anhabe, ist auf jeden Fall hier diese Halskrause. Ich finde die ist immer ganz gut, so für den Hals und sowas. Und dann einfach noch Handschuhe und diese Thermo-Stürmbänder habe ich auch von Nike. So, es geht los und wir sehen uns beim Laufen. Machen wir uns ein bisschen warm, ganz lockeres Andehnen. Der Klassiker im Treppenhaus und ich gucke jetzt schon hier aus dem Fenster. Digga, es hat einfach geschneit, ja. Falls ich heute auf die Fresse falle, falle ich auf die Fresse. Zack. Hier dehnt ihr auch noch mal ein bisschen die Innenseite. Der Fuß immer wichtig hier auf dem Boden. Macht die Fußgelenke, Achillessehne und so noch ein bisschen warm. Ein bisschen die Leiste dehnen, Leiste öffnen, Hüfte öffnen. Wichtig, immer nur ganz leicht an. Immer nur leicht halten. So maximal 8 Sekunden. Ein bisschen vorbereiten auf die Belastung. Let's go. So, ich mache mich jetzt warm. Ihr seht, es ist auf jeden Fall sehr glatt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich heute auf die Fresse packe, ist wirklich hoch. Aber kein Problem, wir gehen die Sache trotzdem an. So, der erste Intervall fängt an. Ich laufe jetzt hier auf der Straße, weil hier ist es am wenigsten rutschig. Genau, die ersten 6 Minuten starten und Zeit läuft. Let's go. So, erste 6 Minuten geschafft. Jetzt folgen direkt die 3 Minuten mit 4,20er Pace. Wird schwer, die ganzen Sachen aufzunehmen, weil ich mich auch auf die Intervalle konzentrieren muss. So, Nummer 2 läuft. Nächsten 6 Minuten. So, das habe ich auch geschafft. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alle aufnehmen kann. Aufnehmen mit Handy, mich auf die Pace konzentrieren, auf Boden. Ist ein bisschen schwer. So, Intervall Nummer 3. Let's go. So, wir sind mittlerweile bei Intervall Nummer 7. Wir haben noch 3 vor uns. So, Kilometer Nummer 9 und ich bin auf die Fresse gefallen. Seht ihr dieses Schiff? Alter, ich habe mich geistkrank hingepackt, aber ich habe mich Gott sei Dank auf den Händen gut aufgefangen. Ich bin nur ein bisschen an meinem Becken gefallen. Ich glaube, da ist so ein kleiner Schiff. Egal. Wir wiederholen jetzt den Intervall. Dann haben wir noch 2, also 9 und 10 noch vor uns. Dann Cooldown und dann geht's nach Hause. Bringen wir es zu Ende. Passiert. Alter, jetzt geschafft. Ich blende mal die Daten hier ein. Ich bin jetzt ein bisschen unter Zeitdruck. Ich muss gleich noch zum Schwimmen. Ich habe gerade eine Benachrichtigung von meinem Handy bekommen, vom Kalender, dass ich noch um 10 Uhr zu einem Mediatraining gehen muss. Da nehme ich euch auch mit, natürlich. Ich gehe mich jetzt kurz einmal abduschen, nehme meine Supplements etc. und fahre dann direkt zum Schwimmen. So, ich nehme jetzt noch meine Supplements. Ich nehme Athlete Stack. Das ist ein Vitaminkomplex, wo alle Mineralstoffe, Spurenelemente etc. drin sind. Omega-3. D3K2 und Kurkumin für die Gelenke und sowas. Wichtig ist aber, dass ihr, sage ich immer wieder, Supplements bringen erst was, wenn die anderen Parameter auch stimmen. Das sind dann so Nuancen, die dann die Sache dann verbessern. Aber ihr könnt mit Supplements kein schlechtes Training, keine schlechte Ernährung und sowas ausgänzen, sondern wenn ihr in den Sachen gut seid, gibt das auf jeden Fall nochmal den entsprechenden Kick.
und optimiert das Ganze. So, ich gehe jetzt duschen, muss doch gleich noch mein Kreatin nehmen und mein Schwarzkümmelöl. Genau, und dann sehen wir uns gleich. Wenn ich danach direkt zu diesem Mediatraining gehen muss, habe ich jetzt einfach hier ein, zwei Snacks eingepackt. Also zwei Proben vom Vegan, eine Birne, sage ich, eine Banane, grüner Apfel und diese Oatbar, um noch ein paar Kalorien reinzukriegen. Ein hat 465 Kalorien. Wir haben Eiweiß dabei, ein paar Vitamine und ein paar Carbs und ein paar Fette. Genau, jetzt geht's zum Schwimmen. Man merkt, ich bin voll unter Stress. Aber ich finde, das macht die ganze Sache authentischer. Ich finde, das ist der Sinn der Sache von diesem One Life a Day Format, dass man authentisch einfach seinen Tag zeigt mit allen Ecken und Kanten. Super. Ich hau mir jetzt gleich noch so ein Oatbar rein, dass wir in diesen paar Kalorien schon mal drin sind. Schwimmen, was jetzt gleich ansteht, erzählt euch Lukas gleich. Wir haben ein bisschen unter Zeitdruck. Es ist jetzt schon 8 Uhr. Ich muss um 10 Uhr spätestens oder 9.45 Uhr bei dieser Location sein fürs Mediatraining. Mediatraining ist dafür da, dass man irgendwie mit den Medien besser umgehen kann. Nein, ich glaube, es ist eher so eine Sache, wie man vor der Kamera sich besser gibt und sowas. Es hat jetzt keinen bestimmten Grund, warum ich da hingehe, sondern ich habe das einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich fand das irgendwie voll interessant, das irgendwie zu machen. Deswegen dachte ich mir so, okay, warum nicht? Wir sehen uns gleich beim Schwimmen. Kombibad Seestraße. Super. Wir sind jetzt in der Schwimmhalle. Jo, hey. Die Leute schwimmen hier. Lukas auch schon am Start. Er war schon im Wasser. Was steht heute an? Heute machen wir zwar ein bisschen Technik, aber heute machen wir auch viel Anwenden. Also ein bisschen mehr natürliches Schwimmen. Und aber trotzdem mit sehr guter Technik, dass wir versuchen, normales Schwimmen anzuwenden. Zum Teil mit Tools, aber genau. Sehr gut. Gut. Alles klar, wir gehen jetzt hier rein. Let's go. Hat's geschafft, ich bette mir die Daten hier ein. War sehr gut, Spaß gemacht, kurz knackig. Wir sind noch gut in der Zeit. Es ist jetzt 9:10 Uhr, nee, zu 9:15 Uhr. Jetzt schnell umziehen, duschen und direkt dahin fahren. Super. So, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, wie den ganzen Tag schon über. Wir machen jetzt schnell noch meinen Shake. Ich habe hier zwei Proben vom veganen Designer Whey. Da haben wir schon mal 50 Gramm Eiweiß im System. Einen Riegel habe ich auch schon gegessen gehabt, also wir haben auch Carbs drin. Gleich esse ich auch die Banane und den Apfel noch. Mit Code Arda könnt ihr maximal sparen. Bei ESN immer maximaler Rabatt. Scheiße, ich hätte mehr Wasser machen müssen. Ticker, kannst du keinem erzählen. Was ist das denn jetzt? Egal, schmecken tut es wenigstens gut. Egal, der Tag kann noch besser werden. Wie schlank! Pippa Reitz! Doch, das kommt rein. Es kommt rein, wie eine Eins. Schön Dings jetzt. Bei Media Day. Super, ist ein Bilo. Was? Ja, ich mach Vlog. Was erwartest du vom Dings? Media Day? Ernst? Was erwartest du davon, dass du wirklich auf dein nächstes Level kommst, auch wie du mit anderen kommunizierst und so, so dich selber gut besser verkaufen kannst. Super. Also dein eigenes Ich. Ja, deine Personality. Oh my God. Sind jetzt hier, die zwei netten Damen kümmern sich heute um uns. Ich merke auch schon, was für eine Vorbereitung. Ja, guck mal. Nee. Ja, das ist stark. Wir machen heute Mediencoaching. Mediencoaching. Genau, und erklären so ein bisschen was über Personal Branding und wie man sich in der Medienwelt besser zurechtfindet und noch ein bisschen ein Stück besser wird in dem, was man sonst so macht. Sehr gut, ich bin echt gespannt. Notizblock auch da. Ich fühle mich wie in der Uni damals. Thema, also das Überthema Motivation, runtergebrochen. Man muss ja nicht nur eine Schiene fahren. Ja. Du bist halt x-mal irgendwie. Plus halt, dass man sagt, man ist halt Motivator. Weil ich das halt auch super spannend fand, was du gesagt hast, Thema. So, wir haben jetzt Pause. War schon sehr interessant, muss ich sagen. Also wir haben einiges gesprochen, einiges auch dazugelernt. Also werdet ihr jetzt auf jeden Fall einen ganz anderen Arter sehen. Wir haben jetzt auch gelernt, wie ich mich zu geben habe zum Beispiel. So, wir sind fertig. Vielen Dank an die zwei netten Damen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. War gespannt, was ihr jetzt selber von uns ist, ne? Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt zu Hause. Ich nehme jetzt hier Honig und 5 Gramm Ingwer. Gehört ja auch zu meiner neuen Routine. Rote Beete-Saft und sowas ist ja eh schon fix. Schwarzkümmelöl auch. Und jetzt machen wir so, guck mal, ihr nehmt ein bisschen vom Honig auf den Löffel, packt ihr die Ingwerknolle rauf und
Super. So, Mama ist hier am Zaubern. Sie hat hier schön Hähnchen gemacht mit Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und so, meinte sie, kommt auch gleich noch rein. Und dazu kommt noch Couscous, stimmt? Couscous mache ich. Mhm. Super Sinn. Man guckt in den Kühlschrank und man sieht Börek. Ist mit Käse, die Mann, ne? Schafskäse. Mit Schafskäse? Mhm. Das ist schon mein zweiter heute. Easy 1000 Kalorien drin. Wirklich coole Erfindung, ne? Ich habe jetzt gleich noch einen Lauf, aber nur so eine Stunde. Bisschen Laktatabbau von den Intervallen heute Morgen, dass ich morgen frische Beine habe. Genau, da gehe ich jetzt auch gleich, helfe meine Mutter gleich noch ein bisschen mit ein, zwei Sachen. Wir müssen ein, zwei Sachen runter in den Keller tragen. Und danach gehe ich laufen. Normalerweise vom Lauf würde ich jetzt noch zwei Gels oder so nehmen. Aber nochmal kurz als Erklärung. Ich habe vorhin bei dieser Veranstaltung, also bei diesem Meeting, wo wir waren, habe ich Gummibärchen und sowas gegessen. Jetzt werden sagen, naja, warum isst du Gummibärchen oder warum isst du Haribo? Das ist genau die Sache, die ich euch damit sagen will. Diese Kohlenhydrat-Gels hier, die ich hier habe, das ist nichts anderes. Das ist unbezahlte Werbung. Das ist nichts anderes. Das sind flüssige Kohlenhydrate. Die sind so süß, das ist wie, als ob ihr Gummibärchen isst. Deswegen, weil ich da schon sozusagen diesen Part erfüllt habe, haue ich mir die jetzt nicht noch extra nochmal rein. Habe sozusagen schon etwas Zucker im System für die Energie. Aber solche Sachen bitte nur benutzen oder machen, wenn ihr wirklich auch danach die Energie für etwas Sinnvollem verwendet. Also wenn ihr die Energie benötigt, nicht einfach vorm Fernseher oder so und dann den ganzen Tag nur am Chillen, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr an Fett zulegt oder einfach in Kalorienüberschuss kommt. Aber wenn ihr es als Treibstoff benutzt, um Power zu kriegen, um Energie zu haben fürs Training, dann passt das. Natürlich, immer wieder auch gesagt, weil man muss das immer wieder wiederholen, das sollte nicht der Kernpunkt der Ernährung sein. Das ist nur so ein Tool, um schnelle Energie zu haben. Genug Gemüse essen, genug Obst essen, komplexe Kohlenhydrate, Eiweißgehalt decken über den Tag. Mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Genug Wasser trinken, 3 bis 4 Liter. Ich kann euch ja mal zeigen, was runterkommen muss in den Keller. Wenn wir schon bei One Life a Day sind, dann kann ich es euch schon mal zeigen. Das hier, guck mal, das sind die Krücken, mit denen ich laufen musste, wo ich mein Schienbeinödem hatte. Und dieser Schuh hier, den hatte ich auch immer an. Ich bin immer mit den Krücken zum Schwimmbecken gelaufen, habe die Krücken da an die Seite gelegt und bin dann ins Wasser gesprungen. Und mit diesem Schuh, die Leute haben mich angeguckt, als ob ich, keine Ahnung, aber es gibt immer Lösungen. Auch wenn ihr verletzt seid, sucht Lösungen, wie ihr trotzdem an anderen Sachen arbeiten könnt. Natürlich nicht immer, je nachdem wie die Verletzung ist, aber es gibt immer wieder Wege und Lösungen, wie man sich weiterentwickeln kann. Ich hatte gerade eine kleine Diskussion mit Mama. Mama sagt, du kannst den Leuten nicht sagen, dass wenn sie verletzt sind, dass sie trainieren sollen. Weil die nicht alle so sind wie ich, sagt sie. Ich habe aber gesagt, es ist ja egal, auch wenn sie verletzt sind. Natürlich sollte man aufpassen, aber man kann trotzdem trainieren. Halt die Stellen, die halt nicht verletzt sind. Es gibt ja immer mehrere Wege, wie man nach Istanbul kommt. Oder? Doch. Wenn ich sage, die sind am Arm verletzt oder an der Schulter, dann können die ja trotzdem laufen gehen oder Beine trainieren oder was auch immer. Ja, aber alles mit Vorsicht und mit Absprache mit dem Arzt, würde ich sagen. Cyborgs brauchen keinen Arzt. Okay. So Leute, ich bin jetzt angezogen. Es geht in den zweiten Lauf. 60 Minuten, bisschen Laktatabbau. Also so, denke mal so 10 bis 12, 11 Kilometer. Zwischen 10 und 12 Kilometer wird es sein. Ich hab Bock. Schönes Wetter. Schön Schnee ist immer noch da. Jetzt genau diese Feierabendszeit. Weil es ist jetzt gerade genau 17 Uhr. Also die Straßen sind voller Autos. Alle gehen, glaube ich, gerade nach Hause von der Arbeit. Let's go. Hier ist ja voll was los, ja? Ist hier Weihnachtsmarkt, hat aufgemacht. Ja, am Kudamm. Ich laufe jetzt hier auf diesem Radweg. Es ist gerade ein bisschen dunkel, aber ist doch egal, es kommt eher auf die Message an, die ich geben will. Mir gehen wieder viele Gedanken durch den Kopf, die ich mit euch teilen möchte. Und eins davon, was ich auch immer wieder sehe oder zu hören bekomme, ist zum Thema Disziplin und Motivation. Die meisten Menschen, vielleicht fühlst du dich gerade sogar angesprochen, der sich gerade das Video anguckt, was gar nicht schlimm ist, sondern man versucht Lösungen zu finden. Und die Lösung ist, dass man sich ein Ventil sucht im Leben. Das kann Sport sein, es kann Instrument sein, es kann Musik sein, was auch immer, was sich im Leben erfüllt. Diese ganze Sache, diese ganze Thematik, die ich weitergeben will mit meinen Stories, mit dem Training, mit dem, was ich vormache, ist nicht nur, euch zu animieren, mehr Sport zu machen, natürlich, aber ihr könnt diese Motivation, die ihr bekommt, vielleicht bekommt ihr der ein oder andere sie, der andere bekommt sie nicht, ist ja auch egal, man kann nicht jeden Menschen erreichen. Das Ding ist nur, dass wenn ihr sie bekommt, dass ihr sie auf alles Mögliche projizieren könnt. Es muss nicht sein, dass ich, nur weil ich laufen gehe, dass ihr auch laufen gehen müsst, sondern keine Ahnung, sagen wir, wollt besser werden im Klavierspielen, dann werdet ihr. Dann denkt ihr euch, okay, er geht laufen, ich setze mich auf mein Klavier oder was auch immer es ist. Oder eure Hausaufgaben oder für die Uni lernen oder Sachen, die euch weiterbringen und nicht Sachen, die euch Energie rauben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und weil viele Menschen nicht wissen, für was sie überhaupt Disziplin aufbauen können oder müssen oder Motivation haben, stehen sie auf morgens und wissen gar nicht, wohin mit ihnen, wohin mit ihren Gedanken. So Leute, Lauf's geschafft.
11 Kilometer, 1 Stunde, 5, 32er Pace, durchschnittlicher Puls 135. Coole Runde gewesen, abends zu laufen, es war geil. Ich hoffe, auch meine Message beim Laufen war schlüssig. Manchmal rede ich so meine Gedanken und versuche es dann halt so in Worten wiederzugeben. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Falls nicht, auch nicht schlimm. Ich gehe mich jetzt auf jeden Fall schön dehnen. Klassische Dehnroutine, die ich immer mache. Dann duschen und schön essen. Aber eins nach dem anderen. Wir sehen uns gleich beim Essen. So Leute, willkommen zum heutigen Abendessen. Ich habe hier einen schönen Salat mit Paprika, Zwiebeln, Gurke, Tomate. Mache ich jetzt ein bisschen Granatapfelsirup drauf. Olivenöl, Salz, Pfeffer, reicht vollkommen aus. Zitrone ist auch drin. Bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer. So, dann haben wir hier schön Turşu. Hier hole ich mir gleich eine Mikrowelle. Hier haben wir schön so Bolognese-mäßig, so Hackfleisch. Hier ist schön Hähnchen mit Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, Tomate. Und hier ist Bulgur. So Leute, wir haben hier einen schönen Teller mit Turşu, Bulgur, Hähnchen, Salat. Wird nicht der einzige Teller bleiben. Was geht, wie geht's euch? Mir geht's auch gut. Einfach mal nicht reden, einfach essen. Also ich sag ehrlich, Bulgur mit so Hackfleisch. Wow, so ein bisschen scharf. So Leute, das war's mit dem Video. Ich war gerade Zähne putzen. Bisschen Zahnpasta noch gehabt. Ich gehe jetzt schlafen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Wir sind kurz vor den 150.000 Abonnenten. Vielleicht können wir die voll machen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.